Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video damit beschäftigen, wie wir die beiden Ansichten, die wir in den letzten beiden Videos erstellt haben, verknüpfen können, sodass wir eigentlich aus dieser Master-Detail-Ansicht eben den Dialog aufrufen können. Und ganz nebenbei werden wir uns auch noch etwas näher mit dieser App.xaml.cs bzw. einfach dieser App-Klasse beschäftigen, die wir hier haben. Weil wir dann nämlich aus dieser Applikation tatsächlich eine machen möchten. Okay, das erste, was wir machen, ist, dass wir hier in dieses User Control, in unserem Master Detail View, werden wir noch für unser Grid eine zusätzliche Reihe einziehen, in der wir Buttons stecken. Oder zumindest einen Button mal. Ich erstelle hier sozusagen nochmal Grid Row Definitions. Und hier setzen wir eine Row Definition rein, die eben ganz normal funktioniert. Und eine andere Row Definition, in der eben die Höhe jetzt auf Auto steht. Das heißt, bis jetzt hat sich noch nicht viel geändert, weil wir in dieser unteren Reihe ja noch nichts drin haben, deswegen ist diese auch noch nicht sichtbar. Da möchte ich jetzt aber eben ein Stack-Panel reinsetzen. Und in dieses Stack-Panel packe ich einen Button. Und in diesen Button, da möchte ich jetzt eben, wenn ich draufklicke, eben einen neuen Kontakt erzeugen. Nochmal kurz hier zurück und werde eben hier beim Button noch einen Content setzen. Was ich üblicherweise mache, ist, dass ich die Character Map öffne und mir hier oben dann die Schriftart to go UI Symbol auswähle. Diese Schriftart hat nämlich unter Windows 8 sehr viele Zeichen, die man mit benutzen kann. Die sind hier unten ganz am Ende. Und wir haben hier eben beispielsweise ein bestimmtes tolles Pluszeichen, das wir verwenden können. Wo finde ich das jetzt gleich? Ich sehe es gerade tatsächlich nicht. Na? Ja, also kann doch nicht so schwer sein. Wir können ja auch einfach hier dieses Zeichen verwenden. Also mal, ach, hier ist das Plus. Ich habe es vorhin gerade übersehen. So, und dann kann man sich das eben hier kopieren oder mit Steuerung C wahlweise auch. Setzt sich hier eben das als Content. Wichtig ist eben dann auch hier, dass man mit der Font Families Go UI-Symbol mit angibt, damit das Zeichen dann aufgelöst werden kann. Und wir würden hier eben eine Breite von 32, ich weiß gar nicht, wie wir es denn machen, vielleicht sogar weniger, 25. Ich weiß gar nicht, was ich festgelegt habe, aber so schaut es eigentlich ganz gut aus. Und dieses Stack-Panel möchte ich natürlich noch horizontal in der Orientierung haben und ich hätte auch gerne noch unseren Standardrand, damit das einigermaßen ordentlich aussieht. So, und über diesen Plus-Button kann man jetzt eben einen neuen Kontakt zu dieser Liste von Kontakten, die wir hier oben links haben, hinzufügen. Und das machen wir eben hier in Erzeuge neuen Kontakt. Schauen wir mal hier hinter. Das erste, was wir uns also hier erzeugen in diesem Handler, ist einen neuen Kontakt. Wir lassen alles komplett leer, erzeugen uns dann eben dieses Editiere, oder wir nennen das mal Formulardialog, Editiere Kontaktformular, und sagen hier jetzt eben, das können wir eigentlich direkt so machen, dass der Kontakt, der hier editiert werden soll, unser neuer Kontakt sein soll.
Und was wir eben dann machen, ist, dass wir hier auf in den neuen Kontakt, Entschuldigung, auf das Formulardialog Show Dialog aufrufen. Und wir können hier dann eben direkt überprüfen, ob das, was hier zurückgekommen ist, true ist. Und dann können wir, wenn wir das eben gesehen haben, in unsere Kontakte, die wir hier haben, eben diesen neuen Kontakt hinzufügen. So, dabei werden wir jetzt zwei Sachen kennenlernen. Moment. Wir versuchen das jetzt einfach direkt mal auszuführen. Wir kriegen hier eben jetzt unser Kontaktformular. Und wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit, dass wir jetzt hier tatsächlich neuer Kontakt setzen können. Wir erstellen jetzt zum Beispiel mal mich. Und ich habe irgendeine tolle Telefonnummer und das ist meine E-Mail-Adresse und jetzt werden wir eben mal auf OK drücken und ich werde hier vorher sogar noch einen Breakpoint setzen. Okay, das hat jetzt leider nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum wir hier nicht in diesem Breakpoint angelangt sind. Egal, der Punkt ist, wir sind hier nicht in dieser Liste enthalten, was ziemlich doof ist. Also ich versuche jetzt nochmal, dass ich hier einen neuen mit hinzufüge. Ach so, ja, es ist klar, wir waren ja schon mitten in diesem If-Absatz. Also jetzt ruft man nochmal den Dialog auf und wir erstellen jetzt hier einfach nochmal kurz bloß einen Candy-Flug und drücken OK. Wir kommen hier tatsächlich bei Kontakte Add an. Und wir sehen ja auch, hier sind schon drei Elemente drin. Und wenn wir jetzt weitermachen, dann sind in dieser Liste sogar vier Elemente drin. Einmal hier dieser normale Kennyflug und einmal hier der richtige mit allen Angaben, die wir gemacht haben. Das Blöde ist, wir sehen das hier nicht in unserer Ansicht. Was wir machen müssten, ist, dass wir masterlistbox.refresh müssten wir aufrufen. So, wenn wir diese Methode aufrufen, dann sind wir drin. Warum ist das so? Ich zeichne das jetzt mal kurz hier direkt mit rein. Wir haben, Entschuldigung, so rum, hier eben unsere Collection, wo Kontakte drin sind. Und hier haben wir unsere Masterlistbox. Diese beiden sind verbunden über die ItemSource-Eigenschaft. Mit der haben wir ja festgelegt, dass die Masterlistbox eben hier eben alle Elemente anzeigen soll, die letztendlich hier aus Objekten, die in dieser Collection referenziert sind, abgeleitet wurden. Das Problem ist jetzt, wenn wir hier sagen, hier kommt jetzt ein neues Element hinzu, dann weiß die Masterlistbox noch lange nicht, dass das passiert ist. Na, der Punkt ist einfach, hier in diese Richtung gibt es keine, Entschuldigung, so muss ich es machen, gibt es keine Benachrichtigung, dass sich hier bei dieser Collection eben was geändert hat, was die Masterlistbox aktualisieren muss. Ja, also Problem ist einfach, das hier ist nicht vorhanden. Ich habe jetzt hier im Immediate Window einfach mal Refresh aufgerufen. Wenn wir unsere Applikation beenden und dieses Refresh tatsächlich hier direkt einfügen, das heißt, wir gehen hier auf die Masterlistbox items.refresh, dann funktioniert es wunderbar.
Das heißt, wir können hier was auswählen, wir können hier einen neuen Kontakt erstellen. Wenn wir jetzt hier OK drücken, ist der Kenny Pflug sofort da. Wir haben jetzt hier nichts eingeführt, aber er ist zumindest vorhanden. Das ist okay. Es gibt aber noch eine andere Variante. Wenn wir das nochmal rausnehmen. Der Punkt ist, dass wir hier gerade eine ganz normale List of Contact verwenden. Wir könnten hier aber auch eine Observable Collection of Contact verwenden. Dann brauche ich hier einen anderen Syntax. Moment. So. Okay. Was ist der Unterschied zwischen List of T und Observable Collection? Kein großartiger. Beide sind wirklich Collections im reinsten Sinne. Beide implementieren nämlich iListOfT. Das ist schon mal das Wichtigste, mit dem wir arbeiten. Der Punkt ist aber, dass die Observable Collection zusätzlich noch iNotifyCollectionChanged implementiert. Und das Interface schauen wir uns mal kurz an. Hier ist bloß ein Event drauf definiert, der eben sagt, hey, ich habe mich geändert. Dieser Event wird immer genau dann ausgelöst, wenn eben wir beispielsweise Add aufrufen oder wenn wir ein Element verschieben oder wenn wir eben ein Element aus der Collection herausnehmen, entfernen. Dann fliegt eben dieser Delegate und wir können hier in diesen Notify Collection Changed Event Args eben angeben, was hat sich denn geändert. Also wir können hier über diese Action angeben, Add, Remove, Replace, Move, Reset. Was hat sich denn an der Collection tatsächlich getan? Und ansonsten kann man hier auch noch festlegen, welche neuen Items sind jetzt mit dabei, welche alten Items wurden entfernt und so weiter und so fort. Okay. Der Punkt ist, das macht die Observable Collection für uns automatisch. Das heißt, wenn wir bei ihr Add aufrufen, dann fliegt eben dieser besagte Event zwischen Master, Listbox und Collection. Das heißt, Entschuldigung, falsche Richtung. Hier kriegen wir eben mit, beziehungsweise die Listbox registriert sich auf diesen Event automatisch, wenn eben diese Collection dieses Interface implementiert. Und wenn dieser Event dann ausgelöst wird, sieht eben die Master Listbox bei uns, okay, es ist ein neues Element zu unserer Collection hinzugekommen, die ich eben über ItemSource referenziere. Jetzt muss ich dieses Element auch hier mit anzeigen. Und dann schauen wir nochmal, ob das jetzt funktioniert. Wir sagen hier jetzt eben nochmal Plus und kriegen hier eben unser Formular. Stellen hier nochmal ein neues Objekt. Und wir sehen, auch hier ist jetzt sofort dieses neue Element mit dabei. Genau. So kann man eben diese beiden Sachen verknüpfen und wir werden uns jetzt mal noch genauer anschauen, wie wir die Klasse app.xaml.cs als Composition Root einsetzen können, denn wenn wir das hier jetzt natürlich alles erstellen, dann sollte man das nicht so hart kodieren, wie wir es jetzt hier haben. Ich nehme das mal wieder raus. Sondern wir möchten das eigentlich programmatisch machen, damit wir sozusagen, wenn die Applikation startet, alle notwendigen Objekte erstellen und diese sich dann untereinander referenzieren lassen. Wir schauen dazu mal genau an, was hier jetzt eigentlich genau definiert wird, wenn wir unsere wenn unsere App.xaml kompiliert wird. Wenn wir hier in den Object-Folder gucken, dann sehen wir hier eine app.g.cs. Und hier sehen wir die Main-Methode, wie wir es schon mal gesehen haben. Hier wird einfach eine neue App-Instanz erstellt, initializeComponent auf dieser aufgerufen und dann run. An dieser Klasse hier sollten wir eigentlich nichts ändern. Warum? Alles, was ich hier eben reinschreibe, ist eigentlich für die Katz.
Warum? Wenn ich, selbst wenn ich das speichere, sobald ich nochmal neu kompiliere, okay, ich sollte hier vielleicht, wenn dann schon, Code schreiben, der funktioniert. Also ich könnte hier zum Beispiel irgendwie mal einen Console-WriteLine machen. Hello in generated file. So, wenn wir das eben haben, selbst wenn ich jetzt kompiliere, der Punkt sollte sein, dass diese Datei aktualisiert wurde. Okay, er hat es jetzt noch nicht aktualisiert, aber sobald ich hier wahrscheinlich was in Application oder App.xaml ändere, beispielsweise möchte ich hier diese Startup-URI rausnehmen, dann sollte jetzt diese andere Klasse wahrscheinlich überschrieben werden. Ja, genau. Also sobald hier die Änderung kommt, wird eben dieses File neu generiert und unser eigener Code ist weg. Deswegen grundsätzlich schon mal, das können Sie sich merken, keinen User oder keinen spezifischen Code in code-generierte Dateien schreiben. Das sollte man nie machen. Deswegen sind sie ja auch standardmäßig ausgeblendet. Da ist natürlich für uns die Frage, wo ist denn jetzt unser Startpunkt? Nun, wir können zum einen einen Konstruktor schreiben. Das ist möglich, weil der wird ja implizit aufgerufen. Das heißt, hier können wir sozusagen unseren Composition Root hinsetzen und diesen dann aufbauen und anzeigen. Noch besser ist aber allerdings die OnStartup-Methode. Wenn wir diese überschreiben, dann wird eben sozusagen, hier sind schon einige Sachen von WPF vorinitialisiert worden, so sollte ich es eigentlich ausdrücken. Und hier können wir uns dann direkt mit rein linken. Das Wichtige ist eben, dass wir eben eine Main-Window-Instanz jetzt selber erstellen. Warum? Weil ich eben hier die Startup-URI rausgenommen habe. Also hier sollten wir nochmal hinschauen. Startup-URI. Hier stand eigentlich mal Main-Window-XAML drin. Was heißt das? Immer wenn die Applikation gestartet wird, sorgt jetzt die Application oder App-Klasse selber dafür, dass Main, eine Instanz von Main-Window gebildet wird und dann angezeigt wird. Das ist aber eigentlich nicht das, was wir wollen, weil wir eigentlich Abhängigkeiten von Main-Window in dieses Objekt rein injizieren wollen. Also so, was man eben beim Composition Root macht. Was wir zum Beispiel machen wollen, ist, dass wir hier eine, dass wir unsere Standardkontakte so erstellen. Und dass wir dann eben unsere Ansicht erstellen. Kontakte, Master Detail, Ansicht. Und dass wir hier dann eben direkt die Kontakte setzen. Und dann sagen wir eben Main Window. Und Content ist hier unsere Kontakte Master Detail Ansicht. Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist, dass wir die Eigenschaft app.mainWindow hier mit unserem selbst erstellten MainWindow festlegen und dann müssen wir eben darauf Show aufrufen. Und diese beiden Zeilen hier unten sind eben dazu gedacht, dass wir eben genau das gleiche machen, was sonst die Startup-URI ausgelöst hätte, was dann die Application automatisch gemacht hätte. Aber üblicherweise nimmt man eben diese Startup-URI raus. Warum? Weil man hier eben dann den Composition Root in WPF-Applikationen hat, in dieser OnStartup-Methode. Okay. Der Punkt ist, es gibt noch einen Bug in WPF, den das Team leider auch nicht beheben will. Wenn wir die Startup-URI rausnehmen, dann können diese Elemente hier nicht mehr gefunden werden. Keiner weiß warum, aber es ist eigentlich ähnlich gängige Praxis, dass man seine Styles und andere Ressourcen, die man eben applikationsweit teilen will, hier direkt in der App.xaml hat, sondern man erstellt sogenannte Resource Dictionaries. Das nenne ich einfach mal Resources.
Warum macht man das? Diese kommen im Normalfall sogar in ein anderes Projekt. Und der Punkt ist einfach, dass man diese Ressourcen über mehrere Applikationen hinweg wiederverwenden kann. Also diese ganzen Styles und anderen Sachen, die man eben auf mehrere Objekte anwenden möchte, die nimmt man eigentlich raus, steckt sie in sogenannte Resource Dictionaries. So. Und der Punkt ist eben, dass man hier jetzt in diesen Application Resources eben sogenannte, eben direkt ein Resource Dictionary hier erstellt. Und der Punkt ist jetzt eben, dass man hier in dieses Resource Dictionary jetzt sogenannte Merged Dictionaries einfügt. Unter anderem eben jetzt unsere Resources.xaml. Ja? Also das ist der Syntax dafür, dass eben alles, was in diesem Resource Dictionary steht, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht machen, alles, was hier jetzt eben in dieser Resources.xaml steht, dass das in die App XAML Resources mit reingefügt wird. Also im Prinzip kann man sich das tatsächlich fast wie ein Import von Header-Files wie in C vorstellen, nur dass das eben zur Laufzeit passiert. Genau, also das ist die übliche Variante, wie man es machen muss. Und wenn man die Startup-URI rausnimmt, muss man es sogar machen. Sonst sind eben, oder werden diese Elemente in App. Oder Application Resources nicht gefunden. Das ist der Bug dahinter. Und ich glaube, in der Vorlesung bin ich auch auf diesen Bug gestoßen, wusste aber noch nicht genau, worum es geht. Genau, also wir merken uns nochmal, die App-Klasse hat eine OnStartup-Methode, die wir überschreiben können. Und dadurch können wir uns eben in die, oder das ist unser Startpunkt für die Applikation. Wichtig ist, glaube ich, dass man hier OnStartup mit aufruft. Ich glaube, diesen Aufruf rausnehmen ist nicht so gut. Wissen tue ich es aber nicht auswendig. Hier kann man dann aber wirklich seinen Composition Route anlegen. Und am Ende muss man eben darauf achten, dass man auch das Fenster anzeigt. Und das ist eigentlich mit alles, was man hier machen muss. Und das ist eben über die Klasse App geregelt. Wenn wir jetzt F5 drücken, sollte genauso wieder alles sein wie vorher. Nur dass wir jetzt eben einen eigenen Composition Route haben. Und wir können hier trotzdem eben die besagten Sachen erstellen. Ja, das dauert jetzt viel zu lang. So. Okay. Also was man hier zum Beispiel dann auch noch machen könnte, ist, man guckt nach, gibt es bereits abgespeicherte Kontakte, kann man die laden. Und erstellt dann hier eben weitere Sachen. Es gibt dann natürlich auch noch eine Methode, die heißt onShutdown, wenn ich mich recht entsinne. OnExit? OnExit heißt sie. Und diese wird eben immer dann ausgelöst, wenn die Applikation beendet wird. Und hier kann man dann eben zum Beispiel sagen, dass ich hier automatisch bestimmte Sachen persistiere. Und also sozusagen das Gegenteil von OnStartup habe ich in dieser OnExit-Methode. Ja, ich hoffe, jetzt hat man mal einen großen und sehr oberflächlichen Eindruck bekommen, wie sich die Programmierung in Oberflächen oder wie sich die Oberflächenprogrammierung im Allgemeinen eben von der rein prozeduralen Programmierung, sei sie objektorientiert oder nicht, unterscheidet. Wir haben eben sehr oft das Hollywood-Prinzip bzw. Inversion of Control. Das heißt, wir geben Methoden an, die von Buttons, von anderen Sachen aufgerufen werden und ändern dabei eben die bestimmte Sachen in der Anzeige. Im Wesentlichen haben wir eben Fenster, die angezeigt werden, in denen unterschiedliche Ansichten sein können. Wir haben jetzt noch kein Beispiel gehabt, wo wir tatsächlich eine Ansicht ausblenden und eine neue einblenden, aber im Prinzip setzt man dabei eigentlich bloß den Content vom entsprechenden Fenster.
Wir haben aber mal gesehen, wie man einen Dialog startet. Das ist eigentlich relativ wichtig, weil das ist ein übliches Konzept. Der Nutzer kann eine ganze Zeit lang gucken, aber wenn er dann was ändern soll, öffnet sich ein Dialogfenster. Das ist zwar jetzt nicht mehr auch das Aktuellste, was man machen kann, aber es ist trotzdem noch ein Konzept, das sehr weit verbreitet ist. Und wir haben jetzt eben gesehen, wie wir mehrere Elemente so aneinander oder so miteinander einsetzen können, dass sich daraus eine Ansicht ergibt, und haben eben die wichtigsten Ansichtentypen meines Erachtens, eine Formularansicht und eine Master-Detail-Ansicht, mal kennengelernt und wie sie strukturell prinzipiell aufgebaut sind. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis bald!